Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Flora Sky. Und in diesem Part wollen wir die Arena machen. Ja. Und diese komische Trainerin Matt haben wir besiegt. Psycho Arena, glaube ich. Ja, Psycho ist geil. Du hast immer noch Mrs. Scraps drin. Ja, sehe ich gerade. Also auf jeden Fall sollten wir für diese Arena Elmo nehmen. Weil... Erstens, es hat Finte drauf. Zweitens, es ist ineffektiv gegen... Ja, genau das meine ich. Psycho. Oder sollen wir mal unser schönes Shaman hier, unser Shiny Shaman reinmachen? Oder Matt. Nennt man es jetzt eigentlich Shaman oder Shaman? Shaman. Ja. Shaman finde ich, hört sich eigentlich viel geiler an. Also jetzt nicht geiler, sondern einfach, ja. Passt besser. So. Und was ich auch noch machen werde, ist die Items wechseln. Und zwar werden wir Honey diesmal den EP-Teiler geben. Weil sie so schwach ist? Ja. So. Und dann werde ich mal Sneeble nach vorne tun, weil das werden wir jetzt in dieser Arena brauchen. Und durch den ersten Teleporter. Hallöchen. Ja, ist irgend so ein Psycho. Doch, ich nicht. Mag Feuer. Psycho. Oh. Nee, sie und steht nicht. Auf Psycho. Naja. Ich mag alle Leute, die nicht normal sind. Greifen wir halt mit Rock Smash an. Ist nicht gut. Das zieht nicht genug. Dann versuche ich es mal mit Stärke. Und zieht's mehr? Jo. Wie ist es die Schnelligkeit gesunken? Keine Ahnung, ist bei Stärke komischerweise so. Seltsam. Jo. Schon irgendwie. So, och Gott. Jo. Alter, die Leute da gehen mir jetzt schon auf den Sack. Mit Level 55, wie stark ist dann erst der Arena-Leiter? Alter. Keine Ahnung. Ich glaube Level 60. Und wenn die wirklich mit Kampf, mit Unlicht-Pokémon hier antanzen, dann habe ich mit Sneeble ja ziemlich verkackt. Ach komm, nochmal Verteidigung senken. Oder ist ja eigentlich schon, aber trotzdem. Nochmal. Ja. Komm, jawoll. Ja, senkt meine Initiative. Ist mir egal. Und Stärke. Was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? Power Punch? Sieht irgendwie so aus. Dass es sich so für einen Power Punch auflädt. Und dann ständig du angreifst und dann er keine Kraft mehr hat. Ja. Aber ein Magnein mit Power Punch. Habe ich auch noch nie gesehen. Ich auch nicht. Okay. Verdrehte Welt. So, dann werde ich einfach mal rot. Ah, rot ist ein Psycho-Pokémon. Stimmt ja. Nee, dann ist Sneeble doch am besten da aufgehoben. So, jetzt müssen wir hier den richtigen Teleporter erwischen. Und das war schon falsch. Kommt von oben, das heißt, ich gehe jetzt mal hier hin. Okay, hier scheint es richtig gewesen zu sein. Ah, Mist.
da lang. So, wir müssen uns das immer merken. Das ja. war richtig. Soll ich mir am besten eine Karte machen? Das war auch falsch. Sieht richtig aus. Oh Mist, ich muss immer denselben Fehler. Aber diesmal werde ich das hier machen. Das kürzt das Ganze ein bisschen ab. Ich werde hier gehen. Ah. Mal sehen, wie lange du brauchst. Ach ja, hier. Ein der neuer Gegner. Assi. Du, ein Ninja, der aussieht wie Natsu. ja. Er ist ja sogar Suzu. Fast wie Natsu. Natsu ist cool. Und hier werde ich eindeutig mit Eiswind angreifen. Ja, weil es immerhin ein Pflanzen-Pokémon ist. Wow! Quit! Es ist weg! Nein, noch nicht ganz, aber fast. Und das greift mit Finte an. Lame. Für uns. Alter, was ein Glück. Was? Tag. Was? Oder mit Stärke. Was? Ja, Finte. Ja, gut. Hyper Potion. War klar, aber soll er ruhig. Finte und dann nochmal Eiswind. Aber das wird er bestimmt nicht mehr so viel abziehen. Nee. Weil es ja kein Crit ist. Aber gut. Wenigstens sind wir jetzt wieder voll. Ja, wir sind wieder voll. Das Liebe ist mal wieder betrunken. Ja. Aber es zieht ordentlich. Und die Initiative fällt. Ist doch gut. Rasierblatt. Gegen Eis-Pokémon, bist du dir ganz sicher? Na gut. Ja. ja, diesmal setze ich. Ach Mist, was bin ich eigentlich blöd. Ach egal. Passt. Und schon ist es weg. Jo. Und wir können den nächsten Gegner suchen. Ja, danke. Am wenigsten ist hier eine Abkürzung eingebaut. So, wir sind das letzte Mal da reingegangen. Irgendwo, ja. Am besten macht ihr nächstes Mal eine Karte. Ey. So, wir gehen wieder zu dem kleinen Kind, sage ich jetzt einfach mal. Genau, und jetzt, wo jetzt lang? Da? Keine Ahnung. Danke. Hat gepasst. Doppelkampf. Von wegen. Du weißt, wie ich zu Doppelkämpfen stehe. Absol. Stell dir jetzt mal vor, ich hätte in einem Doppelkampf gegen Absol kämpfen müssen. Wäre doch episch. Komm. Nein. Das könnte knapp werden. Also ich meine jetzt... Na gut, ja, ich werde es schaffen. War ja kein Crit oder so. Tschüssi. Honey erreicht Level 50. Amnesie. Lol. Amnesie brauchen wir nicht, oder? Wer braucht schon Amnesie? Seit wann kann Honey das überhaupt lernen? Keine Ahnung. Naja. Ach, ich liebe diese Musik. Ich auch. Auch wenn ich sie nicht höre. So, da können wir Kampf... Geist. Kampfattacken können wir vergessen. Eigentlich alle Moves
an Sneeble kann man vergessen, außer Icewind. Und da, genau ja. Damit werde ich jetzt angreifen. Na gut, erstmal Initiative senken. So. Was? Shadow Flame? Seit wann gibt's eine Attacke, die Shadow Flame heißt? Keine Ahnung. Frag die Macher vom Spiel mal. Also ich find's eigentlich geil, so neue Attacken einzubauen. Das hat was. So, wir werden jetzt mit Full Power einfach mal angreifen. Ach komm. Squirrely darf mal ran. Ich meine, Squirrely hat ja Full Power. Aha. Wehe, ich bin jetzt wieder verbrannt. Danke. Jawohl. Starke Attacken bringen irgendwie immer was. Hauptsache mal draufgekloppt. Egal ob es sehr effektiv ist oder nicht. Einfach mal draufgekloppt. Und da fällt mir jetzt die Entscheidung sehr schwer. So, das nächste Rätsel. Ich kenne das auch irgendwoher. Ja, dann musst du erst runter tun oder erst die ansprechen. Ich mach ganz sicher keinen Doppelkampf. Vergiss es. Oh, und ich habe vergessen, dass Sneeble verbrannt ist. Naja, gegen das können wir sowieso nicht viel ausrichten. Ist genauso wie Zubiris. Hat keine Schwäche. Eieiei. Und wieder muss Quirly ran. Die einzige Schwäche, die es hätte, wäre Käfer. Nein. Doch. Ganz sicher? Ja. Und meistens, wenn ich ganz sicher bin, liege ich falsch. Also mir ist es so bekannt, dass diese beiden Pokémon keine Schwächen haben. Überhaupt keine. Aber da kann ich auch irgendwie falsch liegen. Ich hab das immer so, ja. Ich hab mir das so gemerkt, dass die beiden keine Schwäche haben. Eine Schwäche ist ja eigentlich unfair, oder? Oh Gott, nee. Wenn ich das Kleopada kann sehr unfair werden, weil es sehr schnell ist. Aber ich glaube. Was? Wie gesagt, das ist sehr schnell. Ach so, Verfolgung, ja. Ich hab's gerade schon gedacht. Aura. Bäm. Ich glaube fast, dass... Oh, was ist das? Gut. Ich glaube fast, dass Hitzewelle sogar effektiver wäre. Wegen Step und... mehr Stärke. So. Nochmal drauf drücken, oder? Genau. So, rechts oder links? Speicher und dann geh dann such den Weg aus. Null. Das musst du jetzt machen. Ich habe keine Lust auf Doppelkämpfe. Und
ich kann das gleich vergessen mit dem verbrannten Sneeble. Eieiei. Nee, komm, setz mal Honey ein. Doppelteam. Und ich werde jetzt einfach ganz langsam angehen. Ja. Wenn du es machen kannst? Ja, kann ich. Ich habe nämlich keine Lust, noch mehr EP hier zu verschwenden. Und schon wieder trifft Schlafpuder. Episch. Ich find's geil. Ich find's einfach nur geil. Gigasauger. Und es schläft weiter. Und weiter und weiter. Oh, sehe. Gut. Ja, machen wir das auch mal. Komm. Sehe einsetzen. Nee. Heilen. Oh Gott. Ich find's einfach nur geil. Stenese? Na egal. Ich find Genesung auch eine ziemlich fiese Attacke, wenn sie der Gegner einsetzt. Ach was. Damit kannst du mich jetzt nicht mehr nerven. Mit Genesung? Nein, ich meine mit dieser Psycho-Attacke mit Seher. Weil ich muss jetzt nur ein, Unlichttyp einsetzen und das hat keine Effektivität mehr. Ja. Insofern ist, ja, ist sowieso besiegt. Gut. 9600 Poke, jawohl. Und ich würde sagen, hier an dieser Stelle machen wir, beenden wir dann mal den Part. Also, bis dann, Leute, und ciao, ne? Bye bye. Ja, bye bye.